Hallo und herzlich willkommen, lieber Skorpion, hier zum Herbstreading für dich. Ich möchte gern, ja, für dich mal schauen, welche Energien, welche Impulse der Herbst für dich so zu bieten hat. Wenn es gerade etwas laut ist bei mir im Hintergrund, der Kater hat seine tollen 5 Minuten. Und jault sich hier ein, aber das stört uns jetzt nicht. Wir schauen mal, welche Energie sich hier für dich zeigen möchte, lieber Skorpion. Und ja, der Herbst, ich glaube, er steht für uns alle für eine Zeit des Wandels, für eine Zeit des Sichtbarwerdens. So zumindest nehme ich das für mich wahr. Und auch in den anderen Readings, alles deutet darauf hin. Er hüpft hier noch. Spirit Guardian of Winter Retreat. Ja, eine ganz wundervolle Schneekugel hier für dich, lieber Skorpion. Und hier geht es um Rückzug und es geht um die magische Zeit des Winters, um die Stille, um die Einkehr. Und vielleicht, ja, stehst du jetzt schon ein Stück weit energetisch in Richtung Rückzug, Einkehr, um eben, ja, das wahrzunehmen, was da im Winter auf dich zukommen möchte. Vielleicht braucht es sogar so eine stille Waldhütte, in der du für dich deine Energien sortieren kannst. So, lass uns schauen, was die zweite Botschaft ist. Clarity. Illusionen loslassen und Planung. Die hatte ich schon bei einem anderen Sternzeichen. Ich weiß es aber jetzt schon gar nicht mehr was. Aber hier geht es darum, auch mit dem Adler hier einen größeren, klareren Blick zu bekommen. Es geht darum, deine Schritte zu planen. Es geht darum, loszulassen. Vielleicht sogar auch die Energie des Herbstes, der ja eh für eine Zeit des Loslassens steht, für dich zu schauen, wo braucht es einen, ja, mir kommt das Wort in den Sinn, einen effizienteren Rückzug oder wo braucht es eine neue Struktur, wo steckst du da vielleicht in Illusionen, die dich von dieser Stille in dir trennen. Spannend, kommt jetzt gerade so rein. Und ich möchte jetzt hier mal schauen, was das Tarot dazu sagt. Auf jeden Fall, lieber Skorpion, geht es bei dir um Rückzug, vielleicht auch darum, einen Rückzug zu planen oder ein Retreat zu planen, also eine Session, die du vielleicht sogar auch für andere gibst. Das ist durchaus möglich. Und ja, zu schauen, wie oder welche Illusionen dich da noch abhalten davon, dass du bereit bist dafür. Ich glaube, es geht hier auch in der Tiefe um deine Bereitschaft. So, jetzt schauen wir mal, was das Tarot dazu zu sagen hat. Ja, lieber Skorpion, es geht darum, dein Licht in die Welt strahlen zu lassen. Es geht darum, dich auf deinen Platz zu stellen, für dein Wachstum da zu sein. Die Königin der Stäbe hier. Als erste Karte, als erste Energie, die Königin der Stäbe, sie steht für sich ein. Und wenn du für dich einstehst, dann spürst du, wo es gilt,
etwas loszulassen, welche Illusionen sich zeigen, wo es gilt, etwas zu planen, wo es gilt, in den Rückzug zu gehen oder aktiv zu werden. Und wir haben hier direkt den Rückzug sozusagen der Gehängte. Und vielleicht hängst du auch gerade ein Stück weit in den Seilen, weil hier eine Planung nicht so funktioniert oder weil deine Entscheidungen ja in dir vielleicht noch nicht so gefestigt sind. Ich habe mich schon gewundert, warum das Wort kam, aber jetzt sehen wir es hier, die neuen Stäbe. Bei den neuen Stäben geht es um Grenzen, es geht um alte Verletzungen, es geht aber auch darum, dich verletzlich zu zeigen. Es geht darum, deine Narben vielleicht nicht wieder aufzureißen, die jetzt so gut geheilt sind. Oder es gilt, mal tiefer zu schauen, welche dieser Narben jetzt gegebenenfalls eine tiefere Heilung braucht. Wundervoll. Die Hohepriesterin, deine Intuition ist gefragt. Deine Intuition, die dir ganz klare Hinweise gibt, die dir ganz klar, ja, Impulse und Hinweise gibt auf die Situationen, wo es gilt, sich zurückzuziehen, wo du vielleicht einen Rückzug, eine Auszeit brauchst. Sie gibt dir aber auch Impulse, was jetzt losgelassen werden darf. Du kommst hier hinter dem Vorhang vor, bist verbunden mit deiner Tiefe. Ja, was sag ich, Skorpion, eh mit der Tiefe verbunden, fast noch mehr wie alle anderen Wasserzeichen. Und es geht darum, dich zu würdigen. Kommt jetzt ganz, ganz stark rein. Die fünf Stäbe, das ist hier auch die Planung, das ist dieses strategische Vorgehen. Vielleicht ist da Unruhe in deinem Leben gerade, die fünf Stäbe, das kann auch so ein bisschen diese, ja, innere oder äußere Unruhe, so Rangeleien sein. Und mit deiner Intuition verbunden, probierst du hier aus, wie sich welche Schritte anfühlen und was da für dich sozusagen der sicherste Weg ist. Ich finde es spannend, wie die Worte sich einbringen und der Page der Schwerter ganz am Ende hier. Es geht darum, etwas Neues zu lernen. Und ich glaube, es geht darum, etwas Neues über dich selbst zu erfahren. In diesem Rückzug, der hier für dich ansteht, und in diesem Loslassen einer Illusion. Vielleicht ist die Illusion auch, dass du hier gefühlt in einer unsicheren Situation hängst, dass wenn du deine Schritte gehst, dass du wieder verletzt wirst. Die Illusion können auch die Grenzen sein, die du für dich gezogen hast, um nicht wieder verletzt zu werden. Also quasi so als Erinnerung hier an diese neuen Stäbe, wo wirklich, ja, wo dein Körper auch schon sehr erschöpft sich anfühlt, sehr ausgelaugt. Und da gilt es, neue Wege, neue Sichtweisen zu lernen, zu üben, möglichst hier in einem Rückzug für dich nochmal tiefer zu spüren, was brauchst du jetzt gerade, wo kannst du loslassen, wo hältst du noch fest, wo steckst du vielleicht auch noch fest und wo darf hier gerade mit dem Gehängten und auch mit der Hohepriesterin, wo darf hier viel mehr Klarheit in deine Wahrnehmung einfließen? Weil in der Energie der Königin der Stäbe bist du jetzt in diesem Herbst bereit, deine Schritte zu gehen. Du bist bereit, hier für dich einzustehen. Du spürst diese
alten Wunden in dir und du weißt genau, wo du da welche Grenze setzt und wo es an der Zeit ist, still mit dir zu werden und womöglich auch mal diese Grenzen anzuschauen, mal nachzuspüren, auch mit den 5 Stäben vielleicht mal neu auszujustieren und Grenzen zu erweitern, alte Grenzen loszulassen. Illusion ist ja immer auch so diese Form von Sicherheit, die ein Teil in uns gerne haben möchte. Und doch ist das Leben nicht unbedingt sicher. Es ist immer in Bewegung. Und so darfst du für dich da neu sortieren, wie diese Struktur, die du deinem Leben gegeben hast, wie die sich jetzt gegebenenfalls verändern oder erweitern kann. Ich bin ziemlich gespannt jetzt, wie das in der Fortsetzung weitergeht, denn da möchte ich noch mal eine Ebene tiefer schauen. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen ruhigen Herbst, in dem du gut bei dir ankommen kannst und für dich da wirklich ganz neue Klarheit gewinnst. Alles, alles Liebe zu dir.